Hey Leute und willkommen zu der ersten Folge der PES 19 Verteidigerkarriere. Jawohl Leute, kamen schon zwei Videos auf meinem Kanal online. Das erste Video war, wo ich mir die ganzen Mods, die Bundesliga-Lizenzen und alles mögliche runtergeladen habe. Wer das auch machen möchte und nicht weiß wie, kann sich das Video anschauen, rechts oben bei mir verlinkt. Da erkläre ich wirklich alles. Es ist ein Tutorial über eben diese Lizenzen bei PES. Danach habe ich direkt die Trainerkarriere gestartet mit dem FC Bayern München. Die erste Folge ist natürlich immer ein bisschen länger. Auch diese erste Folge hier wird ein bisschen länger sein. Aber immer zwei Spieler natürlich auch in der Trainerkarriere. Könnt ihr euch auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht gesehen habt, rechts oben am i abchecken. Und jetzt hier zum Ende des Tages machen wir noch eine Folge PES. Und zwar die Verteidigerkarriere. Ich habe keine Ahnung, wie oft die ganzen Sachen kommen. Vielleicht kommt die Verteidigerkarriere weniger oft wie die Trainerkarriere. Vielleicht kommt irgendwie, was weiß ich was. Aber jeden Tag zwei Videos, das ist ein bisschen heftig. Vor allem, wenn dann noch F1 und ETS und so kommt. Also ich denke nicht, dass ich jeden Tag das hinbekommen werde. Jeden zweiten, weiß ich auch nicht, wie ich das hinbekomme. Aber wir werden einfach mal gucken. Wir stellen den Schwierigkeitsgrad auch wie eine Trainerkarriere auf Topspieler auf 12 Minuten. Währungseinheit Euro und klassische Spieler lassen wir einfach aus. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. So, und wir editieren uns natürlich unseren eigenen Spieler. Das werde ich jetzt selber kurz machen. Da gibt es gleich einen kleinen Cut. Nur noch vorweg, ich werde natürlich einen Verteidiger erstellen. Also wir wollen natürlich wieder, wie in PES 18, eine Verteidigerkarriere machen. In PES 18 haben wir sie nicht zu Ende gespielt, weil echt ganz andere Sachen, ganz viele andere Sachen dazwischen gekommen sind. Und ich habe mit den beiden Karrieren, auch mit der Trainerkarriere, ein bisschen spät gestartet. Jetzt fangen wir direkt von vorne rein an und werden vielleicht sogar zwei Saisons spielen, wo wir dann vielleicht auch wechseln und bla bla bla. Also es wird echt, ich bin mega gehypt, auch wenn es schon 0:32 Uhr ist und ich danach auch noch alles schneiden muss, damit es auch irgendwann online kommt, halt pünktlich. Also ich werde wahrscheinlich um 5 ins Bett gehen, aber das macht ja nichts. Ich bin echt gespannt und ich bin mega hyped gewesen schon für die Trainerkarriere und jetzt auch für eben die Spielerkarriere. Ich bin echt gespannt auch bei welchem Club wir landen, denn wir dürfen uns in der Spielerkarriere das ja auch nicht aussuchen. Wie gesagt, mega hyped. Bin aber ein bisschen müde, verzeiht mir das, wenn ich hier eine Facecam nicht so weiß Bescheid, ne? Aber ja, okay, ich mache hier, stelle alles ein und guck mal, ob es eine Namenansage gibt, aber wahrscheinlich nicht, und es gibt einen kleinen Cut, bis gleich. So Leute, der Spieler ist fertig erstellt und wir nehmen natürlich wieder den extra Offensivwert hier, Verteidiger, Innenverteidiger, der sich auch gerne mal vorne mit einmischt, eigentlich bei jeder Möglichkeit, die sich bietet. Das passt perfekt zu mir, das ist absolut richtig. Wir haben einen Gesamtwert von 65, sind 1,94 groß, 84 Kilo schwer, haben uns richtig Muskeln gegeben. Es geht natürlich noch mehr, aber schon so ein bisschen Physiswert sollten wir auf jeden Fall haben. Und Kopfball natürlich auch, wir sind echt groß und das passt schon alles. Also ich bin echt zufrieden mit dem Spieler und wir gucken jetzt einfach mal, zu welchem Team wir denn kommen. Düsseldorf! Ein Aufsteiger ist es tatsächlich geworden. Fortuna Düsseldorf. Schade, nicht Nürnberg. Nürnberg fände ich echt witziger. Aber Düsseldorf ist komplett in Ordnung, komplett okay. Mein Kamera-Akku hält nur nicht mehr lange. Und der andere da unten ist nicht komplett aufgeladen. Das ist, ja, ich hoffe, ich merke das, wenn der aus ist. Dann kann ich halt trotzdem den anderen reintun, obwohl er nicht komplett geladen ist. Er ist geladen. Okay, wir spielen bei Fortuna Düsseldorf. Meine bevorzugte Nummer wäre 5, aber da die 4 frei ist, nehmen wir einfach mal die 4, ne? Passt ja, ist in Ordnung. Und wir haben das erste Spiel direkt gegen Valencia und wir schnacken gar nicht lange rum, wir müssen nicht viel einstellen, da wir ja nur Spieler sind und kein Trainer. Das heißt, gegen Valencia einfach auf Anstoß, let's go. So, das allererste Spiel hier in der Verteidigerkarriere. Mal gucken, ob es genauso läuft wie in der Trainerkarriere. Wie gesagt, wer es nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Playlist ist beim i verlinkt gewesen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, Leute, könnt ihr übrigens natürlich gerne kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen zur Trainerkarriere, zur Verteidigerkarriere. Zu FIFA wird natürlich auch ganz viel kommen, habe ich auch schon in der Trainerkarriere erzählt. Da wird natürlich auch eine Trainerkarriere kommen, eine Torwartkarriere, eine Co-op-Spielerkarriere, eine Spielerkarriere zu zweit mit Jan.
Also wird ganz, ganz viel Wetter noch kommen. Also für alle, die neu sind. Wie gesagt, abonnieren lohnt sich. Ist natürlich aber freiwillig und kostenlos. Könnt ihr gerne machen. Habe ich nichts dagegen. Und die Kameraeinstellung muss ich definitiv ändern, denn so spiele ich nicht. Okay, haben wir die Kamera wieder geändert. Wir spielen, was spielen wir eigentlich? Ich glaube, rechter Innenverteidiger kann ich gleich auch nochmal nachgucken. Ja, bei Fortuna Düsseldorf kein krasser Verein. Ich bin gespannt, wie sich das dementsprechend entwickelt. Aber ich werde natürlich das ein oder andere Mal auch mit vorgehen. Denn wir haben es in der letzten Saison schon gesehen. Dadurch, dass ich dann das ein oder andere Mal Tore gemacht habe, übrigens schön abgefangen, dass ich das ein oder andere Mal ein Tor gemacht habe, Kopfballtor da, einfach weil ich eben, also durch eine Ecke oder einfach weil ich so mit vorne war und eine Flanke kam oder irgendwas in die Richtung. Dadurch wurde ich echt gut angesehen im Verein. Und wenn man das vielleicht nicht macht, dann ist man so, ja, ein stiller, leiser Spieler, der nicht so besonders auffällt und dadurch auch wenig Spielzeit bekommt. Ich war in der letzten Verteidigerkette letztes Jahr ganz, ganz oft in den ersten 2-3 Monaten Spieler des Monats oder im Team des Monats da mit drin als Verteidiger. Und das hat mir natürlich extrem weitergeholfen. Und das habe ich nur erreicht, da ich eben Tore geschossen habe. Und ja, der Schnittstil ist übrigens so, für die diese Karriere noch nicht kennen, dass ich natürlich einfach 10 aus der Verteidigung reinschneide, wo ich eben gut abschneide, oder meine Teamkollegen, und natürlich Angriffsszenen. Also die Videos sind allgemein wahrscheinlich genauso lang wahrscheinlich wie die Trainerkarriere. Bei der Trainerkarriere labere ich ein bisschen mehr und stelle ein bisschen mehr neben dem Feld ein. Und hier ist einfach so, dass mehr Szenen mit reinkommen. Und ja, ich werde natürlich jetzt gleich wieder mit vorrennen. Das ist jetzt noch eine Szene, die ich euch zeigen werde. Ich bin ein bisschen mit vorgerannt, aber ich muss schon wieder zurück. Okay, let's go. Wir starten einfach rein, machen richtig Dampf hier. Okay, ja, wir sind rechter Innenverteidiger. Perfekt. Oh Leute, da fällt mir ein, ich habe das Training ja gar nicht erstellt. Ich meine, ich bin da eh kein Profi drin und bei mir bringt es wahrscheinlich nicht so blöd, wie ich das einstelle. Aber ich hätte das wenigstens mal machen können. Ne? Da kann man ja irgendwie so einstellen, was man trainiert. Verteidigung, Sturm, was auch immer. Muss ich gleich nochmal machen. Es gibt eine Ecke für die Heimmannschaft. Mal gucken, ob die gefährlich wird. Vielleicht stehe ich ja, hoffentlich stehe ich gut. Ja, ich stehe gut. Stehe tatsächlich genau da, wo die Ecke hinkam. Und habe den Gegner angeköpft. Hätte man besser machen können. Oder bin ich überhaupt hingekommen? Aber ich stand zwar da, aber habe nicht viel gemacht, habe ich irgendwie das Gefühl. Den holen wir uns. So, und das ist jetzt ein weiterer Schritt nach vorne. Hier, den hohen Pass auf wen auch immer. Ich muss die Spieler noch kennenlernen. Wir rennen natürlich mit, setzen den Schuss ab, voll in den gegnerischen Verteidiger rein. Ich hoffe, ich bin bei der Ecke mit vorne. Aber das ist so genau das, was ich meine. Dass man einfach, ja, mit vorspielt. Das macht mega, mega Bock als Verteidiger. Und ich bin bei der Ecke natürlich mit vorne. Das finde ich auch geil. Aber die Ecke war ultra scheiße getreten und ja. Halbzeit 0:0. Und was mir extrem auffällt, dass die Spiellänge viel zu lang ist. Jetzt hätte schon Ende sein können. Also für die Trainerkarriere ist 12 Minuten perfekt. Das hatte ich in der Trainerkarriere auch noch gesagt, dass viele YouTuber das runterstellen. Ich das aber nicht gerne mache. Aber hier merkt man es extrem. Also in der Spielerkarriere, vor allem als Verteidiger, wenn man nicht so aktiv ist. Junge, das zieht sich richtig hart. Dann geben wir wieder den Pass. Vielleicht jetzt für die Flanke. Oh ne, da kommen wir. Oh, hätte ich vielleicht nicht unbedingt schießen müssen, aber ich habe ein bisschen überreagiert. Ich habe hier den Pass geschlagen. Und ich dachte, er spielt jetzt in die Mitte. Jetzt, das wäre der Moment. Und hat er ja auch gemacht. Und dann kam der Ball auf einmal zu mir. Hätte ich nochmal ruhiger bleiben können. Aber wir waren ja schon im 16-Meter-Raum. Also es war in Ordnung. War in Ordnung, was wir gemacht haben. Hätte man besser machen können, aber war in Ordnung. Jetzt, komm! Oh. Das ist doch kein Abseits. Wenn der Gegner dran ist. Hä? Eine Ecke für die Gegner. Und jetzt vielleicht der Konter. Keiner geht hin. Okay.
Anscheinend war meiner anvisiert, aber der ist auch nicht hingerannt, richtig? Perfekt. Konter verspielt, weil die KI nicht hinrennt. Oh, weia, das sieht nicht gut aus. Beide Teams auf Offensiv. Ich komme nur langsam zurück, aber ich stehe goldrichtig und spiele den hässlichsten Pass, den ich je gesehen habe. Das war richtig nice. Okay, wieder ein bisschen mit vor. Komm. Schick ein. Ich habe dich geschickt, jetzt musst du jemand anders schicken. Nicht wieder mich, aber naja. Mal probieren wir die Flanke, die total in die Hose geht. Boah, mein Spieler ist schon komplett K.O. Also wenn ich trainieren werde jetzt, also diese Trainings da aktiviere, dann wahrscheinlich Ausdauer, Fitness, sowas in die Richtung. Also mit einem 0-0 wäre ich ja zufrieden, ne? Hätten wir nicht verloren. Passt, es sind noch zwei Wechsel schon und ich wurde nicht ausgewechselt. Ist auch ganz cool. Als Verteidiger wird man vielleicht nicht so oft ausgewechselt, aber ich wurde schon relativ oft ausgewechselt letzte Saison. Aber wir sollten ein 0-0 nach Hause fahren. Außer die machen jetzt hier noch ein Tor. Also unsere Mannschaft, glaube ich aber eher nicht. Okay, die anderen bekommen anscheinend auch noch eine Chance. Ne, bekommen sie nicht. 0-0. Leider nicht so viel passiert, aber wir haben unser Profidebüt abgegeben, wie es hier auch steht. Und haben kein Gegentor zugelassen. Haben zwar auch keins gemacht, aber wie gesagt, wir sind ja Verteidiger. Wir sind eigentlich dafür zuständig, dass wir kein Gegentor bekommen. Und das haben wir erfolgreich bestanden, die Aufgabe. 6,0er Bewertung ist in Ordnung. Gibt es auch bessere, aber gibt es auch schlechtere. Also das ist eigentlich im PES, kann man nicht so krasse Bewertung bekommen. PSG gewinnt gegen Inter Mailand mit 4:1. Ich glaube, wir müssen jetzt gegen PSG spielen. Weiße Weste behalten, stand auch gerade da. Also, wisst ihr Bescheid, weiße Weste ist auf jeden Fall gut. Ja, Dribbling ist nicht so gut von uns. Und Schießen und ja, das sind so unsere Schwächen. Passen, Dribbling, Schießen. Physik und Verteidigen sind wir echt gut. Trainersvertrauensniveau haben wir dadurch von 30% und haben ein Gehalt von 185.000. Ja, kann man machen und ich würde sagen, wir starten einfach ins nächste Spiel. Gewünschte Trikotnummer haben wir auch bekommen. Okay, wir haben gerade in der Nummer 2 gespielt, jetzt dann anscheinend in der Nummer 4. Das bringt uns natürlich nochmal ein Stück weiter. Du stehst heute in der Startaufstellung, gib dein Bestes und viel Glück. Das freut mich schon mal, dass wir in der Startaufstellung stehen. Und ja, wir sind Nummer 4, das ist super. Ich würde gerne nur Training machen. Hier Training, hier kann man Training anwählen. Verteidigung brauchen wir nicht so viel, weil wir da schon gut sind. Ebenso wie Schuss, Pass, das würde ich alles mal runtersetzen und wirklich auf Dribbling und Ausdauer gehen. Auf Fitness und Ausdauer. Das werden wir jetzt echt ultra trainieren. Danach gehen wir natürlich auf andere Sachen ein, aber das ist für so einen jungen Spieler oder wenn du eine Spielerkarriere startest in eine neue, da sind die Spieler immer extrem schnell ausgepowert und sind nicht so on point und was auch immer. Also bleiben wir da mal auf Fitness und Ausdauer. Und wir gehen in die Einstellungen und stellen das echt mal runter. Minimum ist 5 Minuten. Wir gehen einfach mal auf 7 Minuten insgesamt. Das sind dann plus Nachspielzeit ungefähr 8 Minuten. Mal gucken, wie sich das jetzt verhält. Ich gucke mir das mal an, aber ich denke, das ist viel, viel besser als 12 Minuten. Und wir haben tatsächlich das Spiel gegen Paris Saint-Germain. Das wird hart. Wir dürfen spielen. Mal gucken, ob wir, ja, glücklich rauskommen, sagen wir es mal so. So, das ist das zweite Spiel. Eigentlich so gut wie unmöglich. Keine Ahnung, was PES da macht. Paris gegen Düsseldorf, Alter. The fuck. Aber machst du nix. Machen wir trotzdem einfach mal mit. Und vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, wie wir hier spielen. Jawohl. Haben wir gut antizipiert, dass sie hier einen Doppelpass machen wollen. Und gut verteidigt. Nice. Jawohl. Wir können uns hier im Angriff, im Sturm quasi den Ball wiedererobern. Jetzt die Flanke, wenn da jemand wäre, wäre das ganz praktisch. So ist das nicht so geil. Und dann auch noch der Fehlpass. Aber wir erobern uns den Ball wieder. Diesmal nicht wir selber, aber unsere Mannschaft. Und es gibt Einwurf.
Das war die erste Halbzeit. Die Spiellänge passt auf jeden Fall schon mal besser. Das gefällt mir schon besser. 0:0, wer hätte es gedacht, wenn es beim 0:0 bleibt. Ist aber alles super. Also wir haben halt mit Düsseldorf wenig Chancen und ich habe nicht so viel Einfluss auf den Angriff. Ich kann hin und wieder mal mit vorgehen und hätte die Möglichkeit gehabt, wenn der Pass gekommen wäre. Ich hatte einen super Laufweg und wenn der Pass gekommen wäre, ein Steilpass, wäre ich sowas von durch gewesen. Aber die KI hat ein bisschen gezögert. Als der Pass dann kam, ist der andere Spieler dazwischen gerannt, konnte auch dazwischen rennen. Ja, im ersten Moment wäre es natürlich besser gewesen. Aber solange es beim 0:0 oder so bleibt, wäre das richtig geil. So, da muss es eigentlich Freistoß geben. Ich wollte schon mich beschweren. Aber ich dachte, vielleicht passiert da noch irgendwas draus. Also, Schiedi hat auch richtig entschieden, Vorteil. Aber da wurde ich richtig umgehauen. Nee, er. Hä? Er kriegt einen Freistoß? Ich wurde richtig umgehauen. Ich werde es ja wahrscheinlich reingeschnitten haben. Ich wurde übelst umgehauen. Er kriegt einen Freistoß. Also, ne, der andere wurde ja auch ein bisschen berührt, aber... The fuck? Oh. Ey, das wäre so geil, wenn wir das Führungstor hier machen könnten. Heieiei, knapp. Starke Parade von unserem Torhüter. Die Namen muss ich noch alle lernen. Keine Ahnung, wie er heißt. Kenne mich mit Düsseldorf nicht aus. So sehr verfolge ich die Liga dann doch nicht. Hier haben wir gutes Timing gehabt, haben uns gut hinpositioniert, hat aber leider nichts gebracht. Denn der Mitspieler war nicht auf Zack. Aber wir haben den Ball schon wieder. Sauber. Zurück zum Torwart. Und weiter geht's. Sehr schön. Wir kriegen sie. Wir haben sie im Griff da hinten. Das finde ich super. Paris im Griff zu haben, das ist der Wahnsinn. Aber wir schaffen es bisher irgendwie. Die letzten Minuten dürfen wir es jetzt bloß nicht verkacken. Das kann natürlich passieren. Fitness ist bei Null. Da müssen wir echt besser werden mit der Fitness. Na, wollte ich direkt spielen. Aber das funktioniert leider nicht so gut mit meinen Attributen. Auch keinen so guten Passwert. Aber da unten wird der Ball schon wieder aufgehalten. Und wir bleiben tatsächlich beim 0:0. Zweites Spiel. Das erste war ja auch gegen eine richtig, richtig gute Mannschaft. Jetzt natürlich nochmal eine Steigerung hier. Aber zweimal ungeschlagen. Das ist mega gut, das ist unglaublich gut meiner Meinung nach. Also, dass wir hier gegen Paris Saint-Germain an 0:0, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen langweilig, aber gegen Paris Saint-Germain und gegen Valencia ein 0:0, zweimal ungeschlagen, ohne Gegentor, als Düsseldorf, Daumen nach oben, finde ich geil. Wir haben das letzte Spiel gegen Inter Mailand, die sind sogar unter uns, wie gesagt, weil sie schon mal verloren haben. Wenn wir jetzt da gewinnen, Valencia vielleicht verliert, dann ja, wären wir sogar Zweiter. Das wäre eigentlich mega geil für Düsseldorf in so einer Gruppe. Ist schon echt heftig. Okay, das war's von der ersten Folge. Haut rein. Lasst mir total, wenn es euch gefallen hat und schaut dann unbedingt bei der Trainerkette vorbei beim Tutorial, falls euch das interessiert. Und dann natürlich auch in der nächsten Folge, denn wir stehen wieder in der Startaufstellung, so wie das hier beschrieben wird, gegen Inter Mailand. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch mal ein Tor machen, unsere Werte ein bisschen hier bessern und in der Bundesliga ja nicht immer unentschieden spielen, aber doch schon immer Minimum einen Punkt mitnehmen. Das wäre schon ganz geil. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin, ciao, ciao.